Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Blick, und wir wehren gerade einen Angriff auf unsere erste Basis auf Podromus ab. Und zwar haben wir die Roka ablenken können. Wir haben sie von Podromus weglenken können zu den anderen beiden gescheiterten Kolonieversuchen. Und diese beiden werden wir jetzt sozusagen als Köder nutzen und haben ja, die Roka hierher geschickt. Axol, der Pathfinder kommt! Diese Mutterlose! Alle für Verteidigung bereit machen! Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. Ja. Okay. Okay, das klingt nach einem großen. Ich brauche Hilfe! Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich schon tot. Ich muss mal kurz in Deckung gehen. So. Warum haben die Rokan Hydra? Wo haben die den her? Verflixt noch eins. Da kommt noch ein Scharfschütze dazwischen. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Okay. Komm, Hydra, 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 Hydra. Down. Den haben wir. So. So. Den haben wir auch. Da hinten irgendwo. Da. Schießt doch von da unten auf mich hier. Ja, am Arsch. Eure Letzte. Wir haben es geschafft, Ryder. Pathfinder. Axul Shuttle verlässt den Orbit. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodromos, Pathfinder. Wir schulden Ihnen was. Ja, komme ich sofort. Ich muss nur hier gucken. Durch Kampffitness-Zusatzholster. Okay. Zu Bradley Podromus. Da gehen wir glatt mal hin. Heißt aber erstmal, das könnten wir auch per Schnellreise machen, genau. Das heißt hier, ja, Leertaste, Flurf. Okay. Puh. Das war wirklich nicht der leichteste Kampf, muss man sagen. Das waren doch jede Menge Gegner, die da ankamen. Aber wir haben es ganz gut gelöst. Hatten ein gutes Team dabei. Und ja, ich sag mal so, der erste Teil war ein bisschen schwieriger als der hier. Insofern alles gut. Was? Komische Geräusche hier. Aber okay. So. Hallo, Frau Versorgungsoffizierin, alles gut? Hallo. Kim Connor. Vorräte, Handel, Nachschub, was auch immer Sie brauchen, ich kann es besorgen. Obwohl man munkeln hört, Vetra Nix würde schon dafür sorgen, dass Sie immer gut ausgerüstet sind. Sie kennen Vetra? Ich habe früher während dieser chaotischen Zeit auf der Nexus mit ihr zusammengearbeitet. Aber ich brauche festen Boden unter den Füßen. Und wenn alles gut läuft, wird der Handel auf Eos schon bald blühen. Wie sind Sie hier gelandet, Connor? Ich? Sie sind doch die große Entdeckerin. Ich fülle nur Anforderungsformulare aus. Wirklich? Jeder hier hat doch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine hinter mir gelassen, obwohl Sie... Wissen Sie was? Fragen Sie mich irgendwann anders nochmal danach. Na gut. Handelt Eos inzwischen mit neuen Partnern? Ja, mit Kedera Port. Es ist allerdings eine Gratwanderung, dort vertrauenswürdige Quellen aufzutun. Piraten handeln nicht, sie stehlen. Ich kaufe Panzerungen und Waffen, damit sie Eos nicht mit einem einfachen Ziel verwechseln. Ja, ist gute Idee. Hat der Außenposten alles, was er braucht? Wir verbrauchen unsere Baumaterialien beinahe so schnell, wie ich sie beschaffen kann. Aber das heißt, wir wachsen. Und solange ich Toilettenpapier habe, gibt es kaum Beschwerden. Ja, ist gut. Sie sagten, Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich?
Ah, Vetra. Sie haben Glück, dass Sie sie haben. Nur wenige haben die Meuterei auf der Nexus mit so viel Anstand überstanden wie Sie. Die Meuterer wollten, dass sie sich ihnen anschließt. Sie hat abgelehnt. Und dennoch gehören viele von ihnen noch immer zu ihren Kontakten und Verbündeten. Wenn Vetra Nix ihnen einen Rat gibt, sollten sie ihn beherzigen. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei. Mach ich. Es muss für die Angara schrecklich sein, mit der Wahrheit über diesen Aufstieg zu leben. Ich bete, dass uns das erspart bleibt. Ja, ich auch. Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal fragen, aber offensichtlich nicht. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei. Mache ich doch gerne. So, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wir haben Wetter ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt, was Ihre Wissenschaftler über Eos herausfinden werden. Ich auch. So, wir wollten aber erst einmal hier mit Bradley reden. Pathfinder? Der Angriff der Roker ist vorbei. Wir wissen jetzt, worauf wir in Zukunft achten müssen. Es kann nicht immer nur an dem alten Mann mit seinen Vorahnungen hängen. Besonderer Dank gebührt unserem Freund Jarl. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir nicht alle auf verfeindeten Seiten stehen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder ein Feind sein könnte. Das ist kein Leben. Das haben wir auch nicht vor. Wie geht es dem Team? Sie sind ein bisschen geschockt. Und ich kann's ihnen nicht verdenken. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Ja. Wieder und wieder haben sie sich als kompetent erwiesen. Und auch dieses Mal war keine Ausnahme. Die Infrastruktur, die sie errichtet, die Fähigkeiten, die sie entwickelt haben. Trotz Widrigkeiten bleiben sie ein Vorbild für den Cluster. Und wann können wir weiterarbeiten? Keine Genehmigung erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir, aber wenn Sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen Sie sie. Heute war kein guter Tag, aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. So. Nächster Schritt, ja, ist Mission, Freund und Feind voranbringen. Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Zu Bradley, in Podromus zurückkehren, warten, bis Axel seinen nächsten Zug macht. Ja. Ah. Zählt ja nichts, müssen wir warten. Wir gehen mal zurück auf die Tempest, denn ich sag's mal ganz offen und ehrlich, wir sind hier fertig, wir können wieder gehen. Das nächste, was ich gerne tun würde, wäre vielleicht die nächste Arche finden, jetzt wo dieser Notruf vorbei ist. Wir haben noch einiges zu tun. Sind im Steigflug. Ja, genau. Wir haben noch einiges zu tun, wir haben noch einiges vor uns, obwohl wir Atmosphärenaustritt erfolgt. Jede Menge Planeten erforscht und erobert, in Anführungsstrichen, haben, mit jede Menge Außenposten ausgestattet haben, aber offensichtlich, ja, lässt uns das hier nicht los. Ich dachte, wir wären nah am Ende des Spiels, Hallo. Ich habe mich geirrt. Hallo! Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ja, das habe ich mir fast gedacht, deswegen gehe ich mal hin. Suvis Filmabend-Snacks. Hallo Ryder, was immer Suvi in der Küche zubereitet hat, es riecht schrecklich. Sie sagt, es sei für den einen Filmabend. Gute Sache, schlechte Snack-Auswahl. Ich kann das besser. Kommen Sie vorbei, ich zeige es Ihnen. Vetra. Aha, okay. Wie geht's? Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, na gut, dann gehen wir mal zu Redra gucken, was die besser kann. Aber es ist schön, dass die sich alle hier miteinander einbinden. Ich hoffe, dass die sich nicht gegeneinander totschlagen, sozusagen, dann hinterher, nur weil irgendwas nicht passt. Suvi, man muss sie einfach lieben, aber diese komischen Öko-Snacks, die sie für Liams Filmabend zubereitet. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber sie eignen sich höchstens dazu, sie auf die Leinwand zu werfen. Haben Sie eine bessere Idee? Ja, die habe ich tatsächlich. Cora hat mir einen Zugangscode der Initiative gegeben, mit dem ich einige Schmuggelwaren aufspüren konnte. Um es kurz zu machen, es gibt in Kedaraport jemanden, der Popcorn hat. Und Gregson, was im Grunde dasselbe ist wie ihr Popcorn, nur besser, weil ich es essen kann. Aha, okay. Popcorn ist Schmuggelware, ja. Irgendjemand hat Popcorn in eine neue Galaxie geschmuggelt? Warum nicht? Es ist leicht und die Leute sind bereit, eine Menge Credits dafür hinzulegen. Also gut, ich mache mich auf die Suche danach, wenn wir das nächste Mal in Kedaraport sind. Danke. Ich finde wirklich, wir haben uns eine kleine Belohnung verdient. Ja.
Einverstanden. Also das mit dem Filmabend finde ich eine coole Idee. Snacks in Kedera Port besorgen. Ja, da wollen wir bei Gelegenheit auch mal hin. Aber die Gelegenheit ist nicht jetzt. Jetzt ist dir die Gelegenheit weiterzuziehen. Es sei denn, hast du noch irgendwas für uns? Hi. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar. Was gibt's? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ja, ich dachte nur, weil wir so ein Stück Artefakt gefunden haben, dass wir da eventuell was erreichen, aber nein, diesmal nicht. So, jetzt geht's erstmal, anstatt Popcorn haben wir wirklich die Welt zu retten oder wenigstens die Arche oder eine Arche. Oh, ich höre gerade ein Telefon. Leute, ich bin mal kurz AFK und wieder da. Ich war leider zu spät. Nun gut. So, gehen wir mal eben nach Remaf. In das System, wo wir hoffentlich die Arche Thanos finden. Ich hoffe auf das Beste und wie immer erwarte ich das Schlimmste. Aber, ja, wie gesagt, wir haben zwei Archen nach Hause gebracht. Die Hyperion und die Asari-Arche. Jetzt wird es Zeit, die Turianer zu finden. Dann noch die Salarianer und dann hätten wir alle eingesammelt, die verstreut sind. Cool. Okay. Da, Arche Thanos. Nähern uns dem Nachpunkt, den Evitis uns gegeben hat. Na, hoffen wir das Beste. Tatsächlich. Schwer beschädigt zwar, aber hier die Arche. Das ist schon mal gut. Schlecht ist, dass sie so schlecht aussieht, aber... Ja, gut. Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Ja, auf jeden Fall. Da kommt ein Anruf. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Was Sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Dann von Bord. Okay, freigeschaltet durch Kampffitness 5 Zusatzholster. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich nicht freigeschaltet, ist aber egal. So. Ja, wir nehmen die Auswahl. Wir nehmen mit Vetra. Natürlich, weil sie ja. Da. Und weil wir lange wirklich Liam nicht mehr dabei hatten, komm. So. Einmal so. Leertaste wählen. Escape. Auswahl bestätigen. Und los geht's. So, schauen wir mal, wie es läuft und ob wir irgendwas machen können. Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Es sieht aus, als hätte sie sich mit aller Gewalt einen Weg durch die Geißel gebahnt. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Wie Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat. Sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Sie wollten ihr Zuhause erreichen. Es ist kein Zuhause, wenn es niemanden mehr gibt, der dort leben könnte. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Das stimmt. So, die Arche... Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat. Der Schein kann trügen, Pathfinder. Die Höhle hält gerade noch so zusammen. Danke, Sam. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Ja. Oder so. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, geht gleich los. Ich will hier nur mal ein bisschen was rausholen. G? Oder meinst du den Scanner vom Schiff? Ja, momentan Magnetschuhe halt. Deswegen kann ich leider nicht springen. Sonst hätte ich mir den Kopf gehauen. So, was haben wir denn hier? Ein Terminal. H0747C. Anhang von Profil Habitat 5. Der volle Bericht hängt an. Unsere neue Heimat wird Palawan alt aussehen lassen. Mason. Antwort H745C. Ich habe Ihnen nicht gesagt, Sie sollen keinen wissenschaftlichen Kram mehr schicken. Wenn keine Tabellen und Bilder dabei sind, ist das für mich alles wirres Zeug. Dia. PS. Sie sollten Rix nach der Abschiedsparty noch, sollen Sie und Rix nach der Abschiedsparty noch was trinken? Ich habe eine Flasche besonderen Horosk für besondere Gäste. Captain Dia Preton von Marcin Barrow vom Pathfinder. Okay, jetzt mit mehr Tabellen und Bilder. Wegen der Einladung gerne. Sie wissen, wie gerne ich Avi Horosk trinke. Mason. Okay.
Das waren wahrscheinlich noch Sachen aus guten Tagen. Verriegelt. Zum Öffnen ist Energie erforderlich. Irgendwas muss in diesem Wrack noch online sein. Na, dann gucken wir mal. Also das Terminal ist ja noch online. Hier oben. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Vielleicht könnten Sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Ja, gut. Muss ich nur wissen, wo, ne? Okay, hier, da oben. Da. Energie wurde umgeleitet, Pathfinder. Na dann machen wir mal auf. Oh Mann. 10.000 Turianer waren ja hier auf der Arche, genau wie bei uns 10.000 Menschen und sowas in der Art. Das heißt, es ist scheiße, was hier ist. Kryogene Stabilität, Update. An Natanus-Führung von Avitus Rix. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, mit Ausnahme der Führungen und der Lebenserhaltungssysteme sind alle Passagiere in der Kryostase und schlafen tief und fest. Jakana ist auf dem Weg nach oben, oben zu ihnen, um das Verschließen der Kapseln zu überwachen. Wenn sie ihre Uniformen noch nicht angezogen haben, tun sie das bitte jetzt, damit wir die geplante Startzeit einhalten können. Wenn alle schlafen, mache ich eine letzte Runde, begebe mich auch in die Leere, zu ihnen in die Leere. Okay. Antwort: Kryogene Stabilität, Update von Captain Diapreton. Es hat niemand versucht abzuspringen. Ich weiß nicht, ob ich ihr beeindruckt oder nervös sein soll, dass ein solches Vertrauen in die Mission haben. Bleiben Sie nicht so lange wach, Rix, sonst sind Sie ein alter Mann, wenn wir Helios erreichen. So. Kryogene Stabilität, Update. Avi, Janaka sagt, Sie dürfen das Verschließen meiner Kapsel überwachen. Ich weiß, ich habe Ihnen gesagt, ich würde nicht gegen das Protokoll verstoßen, aber ich will, dass Ihr Gesicht das Letzte ist, was ich in der Milchstraße sehe. Sie können mich schimpfen, während ich in die Kryostase falle. Bis bald. Mason. Und der war ein bisschen verknallt, scheinbar. Die hier hat noch Saft. Na dann mal auf. Oder muss ich denn nicht umleiten, oder was? Hier. Sie sieht ziemlich schwer beschädigt aus. Denken Sie, Ihr Sam kann uns Zugriff verschaffen? Wieso glaubt eigentlich jeder, Sam würde immer alles alleine machen? Ich helfe ihm. Verzeihung. Ich habe ein Log von Deja Preyton, dem Captain der Arche, gefunden. Das Bildmaterial ist zerstört, aber ich kann den Ton wiederherstellen. Spiel es ab. Irgendwas reißt die Natanus in Stücke. Wir haben schon die halbe Kryokammer verloren. Wir versuchen, jeden, der wach ist, zu den Rettungskapseln zu bringen. Bei den Geistern, uns bleibt keine Zeit mehr. Ich muss Mason finden. Vielleicht hat sie ihn ja tatsächlich gefunden. Er könnte es zu den Rettungskapseln geschafft haben. Er hätte die Arche nicht ohne mich verlassen. Aber die Natanus hat sich nicht selbst hierher geflogen. Wir müssen herausfinden, was als nächstes passiert ist. Die übrigen Daten auf dieser Konsole sind beschädigt. Falls wir aber eine weitere finden, oder den Sam-Kern der Arche. Alles klar, suchen wir weiter. Okay, Konsole untersucht. Dann gehen wir mal hier. Oh nein, wir haben zumindest ein Terminal haben wir noch. Gucken mal. Achso, das habe ich ja gelesen. Ich bin auch doof. So, sonst ist hier nichts. Hier hinten kamen wir her. Na dann weiter. Geh. Voll komisch hier. Naja, jedenfalls, wir haben die Tür einmal zum Öffnen bereits gemacht. Deswegen hat das hier ein Düdüt gemacht. Wahrscheinlich, weil es einfach nochmal angezeigt wurde. So. Oh, die hier benötigt ebenfalls Energie. Vielleicht können wir denselben Trick wie beim letzten Mal benutzen. Energie von etwas anderem umleiten. Oder wir nehmen die hier. Ach du okay. Schande. Den Weg nehmen wir nicht. Trümmer. Standardträger. Oh je, oh je, oh je. Das Schiff hat's doch arg erwischt. So. Muss ich echt zurück? Nee, hier kann ich das. Okay. Die Tür sollte jetzt funktionsfähig sein, Pathfinder. Na, dann rennen wir mal hin und hoffen das Beste. Tür öffnen. Oh Mann, das Schiff sieht schon sehr mitgenommen aus.
das Weltraum. Avitus, hier drüben. Also hier haben wir eine Konsole. Konsole untersuchen. Na, dann machen wir das mal. Diese hier funktioniert noch. Sam. Wie? Mason. Spielen Sie es weiter ab. Sam, hilf mir mal bitte. Die Bilddaten dieses Logs sind ebenfalls zerstört. Und was ist mit dem Ton? Ich stelle ihn wieder her. Einen Moment, bitte. Wir werden ihn finden, Avitus. Mason, er ist für mich mehr als nur unser Pathfinder. Ich spiele die Aufzeichnung jetzt ab. Sam, wie weit ist Abbys Kapsel entfernt? 300 Meter. Also nur ein Katzensprung. Verdammt! Es wird vielleicht doch schwieriger, als ich dachte. Was ist mit dem Rest? Das war alles, was ich wiederherstellen konnte. Verdammt! Immerhin wissen wir jetzt, dass er den ersten Zusammenstoß überlebt hat. Ja, aber er hat sich nicht gut angehört. Geben Sie ihn noch nicht auf. Genau. So, wir werden weiter zum Sam-Kern vordringen, aber erst in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denn. Tschüss.